Willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns endlich mal die einzige wirklich vernünftige Plug-and-Play-Alternative zu Philips Hue LED Stripes an. Die sind ja schweineteuer, fangen bei 60 Euro an für 2 Meter und heute haben wir hier mal die günstige Alternative von Xiaomi. Viel Spaß! Ich selbst habe erst gerade einen kurzen Blick reingeworfen in das Paket, aber habe es noch nicht eingerichtet und ich würde sagen, das machen wir jetzt am besten mal direkt zusammen. Ja, Papierkram, Klassiker. Na, irgendwie ein Schaumstoff, damit das Ganze hier in Form bleibt. Das LED-Band. Und hier fällt einem direkt auf, es fühlt sich extrem hochwertig an. Es ist wirklich super verarbeitet. Also es hat so eine Silikonschicht drüber. Nicht wie diese billigen Dinger, die man halt auf Amazon kriegt, die ich hier auch selbst installiert habe, da hinten dran an meinem Schreibtisch. Nee, es fühlt sich doch gleich sehr wertig an. Gefällt mir schon mal sehr gut. Tja, wie machen wir hier jetzt weiter? Das kommt mal weg. Okay. Ja, was haben wir jetzt hier? Hier steckt vermutlich das WLAN-Modul drin und die ganze Logik, die App-Steuerung später und so weiter. Das Ganze lässt sich natürlich mit dem Amazon Echo ansteuern, sowie auch mit dem Google Home. Sehr praktisch. Ansonsten hier so ein klassisches Netzteil. Bestimmt wieder kein europäischer Adapter. Mal sehen. Na, genau. Gut, da braucht man eben einen kleinen Adapter. Finde ich jetzt nicht weiter tragisch, aber wäre dann doch irgendwie schön, da gleich den europäischen Stecker zu erhalten. Egal. Das Ganze wird dann natürlich hier einfach verbunden. Klar, der Stromanschluss. Hier, wie gesagt, die Logik sitzt hier drin, also das WLAN-Modul und so weiter, der kleine Prozessor. Und im Endeffekt dann noch dieses 2 Meter LED-Band. Ist ja jetzt eigentlich gar nicht viel. Wir schauen uns jetzt mal direkt an, wie das Ganze eingerichtet wird. So, ich habe hier mal ein bisschen Platz geschaffen und den Netzstecker natürlich angeschlossen. Jetzt hat das Ganze hier schon Saft. Sollte vermutlich auch mit dieser Taste direkt angehen. Wir probieren das Ganze einfach mal. Ja, ui, sehr hell. Genau, und der nächste Schritt natürlich für alle, die jetzt noch keine Yeelight-App sich runtergeladen haben oder da noch kein Konto haben. Erstellt euch da einfach kostenlos ein Konto. Merkt euch die Daten, denn die braucht ihr natürlich später bei eurem Amazon Echo oder Google Home, um euer Konto zu verknüpfen und das Ganze dann auch noch per Sprache anzusteuern. Und das ist ja der eigentliche Sinn und Zweck von solchen smarten LED-Streifen. Klar, per App kann man das auch nur bedienen, aber per Sprache ist das Ganze dann doch irgendwie ansprechender. Wenn ihr euch dann die App runtergeladen habt, und euch ein Konto erstellt habt und sie sich öffnet, geht ihr oben rechts einmal auf Plus und wählt das passende Produkt aus. Ihr seht jetzt hier direkt die Lichtstreifen, das werden die schon sein, genau, sieht man auch, selbes Symbol hier. Klicken wir auf Weiter und Zulassen, Standort, okay. Wählen Sie das hinzufügende Gerät aus. Wird vermutlich das hier sein, denn ich habe hier kein anderes gerade im Lernmodus. Searching for Wi-Fi, also es sucht jetzt gerade nach einer Wi-Fi-Verbindung, klar, nach meinem aktuellen Wi-Fi. Jetzt gebe ich hier kurz das Passwort ein und dann kommt dieser Screen. Just a sec, also es sollte direkt funktionieren, genau, läuft hier auch relativ schnell durch. So, dann klicken wir jetzt Connected Successfully, also erfolgreich verbunden. Und wir sehen es auch direkt, Yeelight Lightstripe wird hier angezeigt. Wir schalten den mal ein, bitte Firmware aktualisieren, okay. Und ja, jetzt klicken wir einfach mal hier eine Szene an. Sunrise, Sunset. Ganz kurz zu dieser Sunrise-Funktion, die finde ich extrem cool. Und zwar, die seht ihr hier auch. Ach, bei der Deckenlampe kann ich es jetzt gerade nicht zeigen, denn die ist gerade ganz ausgeschalten. Aber hier bei der Yeelight Color Bulb. Und zwar habe ich hier mir einfach praktisch wie einen Lichtwecker erstellt. Ihr seht es bei Zeitpläne. Immer um 6 Uhr fängt praktisch ja, die Yeelight an mit dieser Szene. Das heißt, sie fährt dann praktisch langsam so oder simuliert langsam diesen Sonnenaufgang. Die Deckenlampe macht es dann auch noch. Und wenn ich jetzt diesen Stripe hier irgendwo anbringe, dann lasse ich den auch noch so simulieren. Das heißt, dann habe ich hier echt einen relativ echten Sonnenaufgang sozusagen im Zimmer. Es gibt ja auch so Lichtwecker von Philips, meine ich. Genau, ist aber eigentlich eine günstige Alternative und finde ich sehr cool, dass man das praktisch mit allen Leuchtmitteln aus der Yeelight-Reihe realisieren kann. Die Frage kam nämlich auch schon das ein oder andere Mal auf, dachte ich gleich kurz an der Stelle. So, ansonsten klicken wir hier nochmal drauf, können hier, natürlich verschiedene Weißtöne einstellen. Das Ganze ist aber natürlich ein RGB-Stripe, heißt, er kann natürlich auch jede Farbe ansteuern. Und ihr seht, das Ganze ist komplett eigentlich ohne Verzögerung, was richtig krass ist.
Wer das Ganze natürlich auch noch mit dem Amazon Echo oder Google Home verbinden möchte, der kann sich hier nochmal ein Video anschauen, wie ich die Bettlampe von Yeelight oder Nachttischlampe mit dem Amazon Echo bzw. Google Home verknüpft habe. Das Ganze ist ja relativ simpel. Ansonsten würde ich sagen, das Ganze war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich bedanke mich bei euch natürlich recht herzlich fürs Zuschauen und nochmal ein riesen Dankeschön für die 20.000 Abonnenten. Unglaublich, was ihr mir da an Support im letzten Jahr gegeben habt. Sonst lasst mir gerne Feedback da zu dem Produkt. Links natürlich auch in der Videobeschreibung und wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao.